Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Video. Mein Süßer oder meine Süße, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es blendend. Ich habe nur etwas Angst. Warum habe ich eigentlich in so vielen Videos Angst? Die Luft duftet nach Abenteuer. Heute ist wirklich ein wunderschöner Tag und Freunde, ihr könnt es vielleicht schon sehen. Heute ist die Schutzkleidung am Start, eine Kevlar Jeans und ich habe aus Versehen die Schuhe angezogen, Digga. Kennt ihr einen Typen, der mit den Schuhen Motorrad fährt? Ja, ich auch nicht, aber die sind eh schon so am Arsch. Freunde, ihr wisst, wenn ich Schutzkleidung trage, dann wird's ernst. Also das ist zwar dumm, tragt bitte immer Schutzkleidung, aber ihr kennt mich. Es kommt auch mal vor, dass ich eine Jogginghose anhabe. Aber wenn ich so aussehe, dann könnt ihr euch sicher sein, der Typ begibt sich heute quasi Lebensgefahr. Hier steht unser wunderschönes Motorrad, Digga. Guckt euch doch mal die Farbe an. Freunde, ich will's kurz und knapp machen, okay? Ich laber euch gar nicht zu lang voll. Ich habe sehr viel Spucke gerade im Mund gehabt. Ich bin auf jeden Fall unterwegs zu der Setting Crew und da wartet ein ganz besonderes Motorrad auf uns. Ich habe das Bike noch nie in echt gesehen. Sagen wir mal so, es ist ein sehr teures Motorrad, okay? Also man könnte von dem Geld, was das Bike kostet, dreimal dieses Motorrad kaufen. Das ist komplett krank. Ich würde sagen, ich laber gar nicht lang rum. Wir setzen uns aufs Motorrad drauf und fahren auch schon los zu meiner möglichen Insolvenz. Okay, Freunde, wir sind da. Alter, es ist hier dunkel. Nee, das muss perfekt sein. Mein Lieber, ich grüße dich. Ich grüße Sie. Du hast ein Schätzchen für mich. Ich drehe mich nicht um, warte. Das muss ein Überraschungsmoment sein. Weißt du, was ich meine? Ja! Ah, grüß dich, hi. Ich bin aufgeregt, deswegen habe ich gerade geschrien, okay? Drehst du so rum, sieht cool aus. Ich drehe mich jetzt einfach um, okay? 3, 2, 1, bumm. Ducati Panigale V4 SP2. Das teuerste ist SP2, richtig? Ich denke schon, ja. Wie teuer ist das Ding? Marktpreis knapp an die 60. 60.000 Euro. Ja. Also quasi dreimal das Bike ungefähr. Die Frage ist natürlich, ist es dreimal so viel wert? Und das werden Sie testen. Nein. Nein. Du hältst hier auch ein falscher Winkel, ist es. Entschuldigung. Ja. Sehr gut. Also es muss das teuerste Motorrad sein, was ich jemals gefahren bin. Die sieht absolut krank aus. Ich würde aber sagen, ich quatsche nicht lang rum. Wir machen das Ding runter und ich fahre einfach los, oder? Okay, ganz vorsichtig. Er klingt richtig gut, ne? Die Reifen hören sich gut an, ja. Wie viele Kilometer hat denn das Bike? 150 oder 200? 150 Kilometer? Ja, oder 200? Das ist ja ein neues Bike. Ja, klar. Und ich soll jetzt fahren? Ja, du sollst jetzt mal richtig Stoff geben. 319 Kilometer hat sie, sorry. 390 Kilometer. Darf ich da Vollgas geben? Ja, darfst du. Guck mal, was da steht. Das passt ja. Setting, tot. Du bist ein kleiner Wichser. Du bist ein kleiner Wichser. Wie viel Leistung hat die, weißt du das? Deutlich über 200. Deutlich über 200? Genaue Zahlen kenne ich nicht so bei Bikes aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aha. Denn ich mag Dinge mit vier Rädern. Aha. Ich finde das sehr gefährlich hier. Ja, das stimmt. Aber ich bin ein vorausschauender, vorsichtiger Motorradfahrer und ich mache das Ganze hier zu dokumentarischen Gründen, ja? Gut, ich fahr jetzt los. Komm, lass gut sein einfach. Wheelies, wie sieht's aus in Wheelies? Mach. Du bist krank. Ja, aber dafür ist es ja da. Na klar, dafür sind 60.000 Euro gut. Das hört sich gefährlich an. Serie. Was? Serie. Serie, ja, ja. Okay. Oh ja, der war gut. Okay, wir fahren ganz langsam. Die Kupplung funktioniert gut. Freunde, wir sind auf den Streets unterwegs. Ich kann nicht glauben, dass ich hier gerade auf 60.000 Euro sitze. Das ist mit Abstand das teuerste Motorrad, was ich in meinem Leben jemals gefahren bin. Also das Erste, was wir jetzt hier machen, ist, erstens vorsichtig fahren und das Zweite, was ich jetzt mache, ist, oh Gott, ist ein bisschen Offroad mit dem Bike. Okay, jetzt ganz langsam. Oh Gott, das ist mir zu schief. Okay, wir fahren woanders hin. Okay, Quickshifter haben wir schon mal. Es ist sehr schnell. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viel Leistung hat dieses Motorrad. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, dass es Motorräder gibt, die so teuer sind, Digga. Okay, ich gebe mal einmal ein bisschen Gas. Ja, ich bin im zweiten Gang. Oh Gott. Oh Gott. Was crazy ist, es fühlt sich jetzt schon mal nicht an wie ein Straßenmotorrad. Also es fühlt sich irgendwie nicht legal an. Es fühlt sich eher so an wie so ein MotoGP-Bike. Also ich bin jetzt noch nie MotoGP-Bike gefahren, aber es fühlt sich viel radikaler und aggressiver an. Hier ist doch ein schöner Platz. Also Freunde, ich möchte, dass ihr euch jetzt zurücklehnt und einfach enjoyt, okay? Das, was ihr jetzt hier sehen werdet, das ist die Endstufe, der heilige Gral quasi von allen Motorrädern, würde ich behaupten, okay? Ich drehe mich um. Alter, sieht die schön aus, Digga. Ich muss dazu sagen, alles, was ihr seht, ist lackiert, okay? Die ganzen Logos, das ist nicht irgendwie nachträglich mit Folie drauf gemacht. Obwohl, doch, das ist Folie, glaube ich.
Auf jeden Fall kommt die So-Serie von Ducati. Die kommt in so einem Satin Black Matt Glanz. Boah, das sieht wunderschön aus. So sieht die Front aus. Digga, das sieht aus wie der tasmanische Teufel, der dich einfach nur jagen will. Hier haben wir natürlich Carbon. Hier haben wir diese Flaps. Ich muss sagen, die stehen im Motorrad. Das sieht nochmal irgendwie mehr nach Teufel aus. Wir haben super viel Carbon-Parts. Spiegel, muss ich sagen, hässlich. Stellt euch mal vor, die hat diese Lenker-Endspiegel. Wow. Digga, das sieht absolut krank aus. Wir kommen zu meinem Highlight vom Bike und zwar der Tank, Digga. Junge, wie schön sieht dieses gebürstete Stahl, diese gebürstete Stahloptik bitte aus in Kombination mit diesem Mattschwarz. Dann so ein ganz komischer Sitz, das ist auch kein normaler Sitz. Heck mit so roten Akzenten, das ist das Teufelsbike. Wie schön sieht dieses Motorrad bitte aus. Auspuff ist bei den Ducatis unten. Das wisst ihr ja, wir sind ja eine Motorrad, ja, wir fahren ja alle Motorrad, ich auch. Heck sieht so aus, ich finde das Licht auch richtig, richtig schön bei dem Bike. Das ist einfach hier hinten so eingearbeitet. Boah, Bruder, das ist schon wirklich, das ist Endstufe, Digga. Die hätte ich fast verpasst, hier komplette Carbonfelgen. Und jetzt ist die Frage, Freunde, seid ganz ehrlich, okay? Ich stelle sie auch nachher nochmal nebeneinander. Für welches Bike würdet ihr euch entscheiden? Schreibt es in die Kommentare. Ducati V4 SP2 oder meine Doppel-R in Blau. Enttäuscht mich nicht, okay? Es ist schwierig, ich würde mich für die Doppel-R entscheiden. Ich weiß, es ist mein Bike und vielleicht bin ich da auch parteiisch, aber ich finde die Doppel-R, weiß nicht. Wer ruft mich denn jetzt an? Ich finde die Doppel-R ein bisschen schöner nochmal irgendwie. Frag mich nicht, warum oder was es ist, aber irgendwie... Ja, ist wahrscheinlich auch, was mein Motorrad ist. Okay, Thema Optik haben wir abgehakt. Vielleicht noch das Display. So sieht das Display aus. Das finde ich bei meiner aber deutlich cooler. Das ist ein bisschen kleiner und die Auflösung ist nicht so geil. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Test-Review-Punkt, was ich auf jeden Fall nicht vernachlässigen darf. Der Sound. Ich mache sie einmal an. Oh, ich finde es auch irgendwie geil, dass sie ein bisschen... Alter! Lol, jetzt die Kupplung! Ah! Ah! Ich dachte, das ist ein Glas. Soundcheck in 3, 2, 1. Oh, Baby. Oh, hört sich sehr, sehr böse an. Oh, Entschuldigung. Ich muss aber sagen, da gefällt mir auch die BMW besser. Die hört sich untertourig sehr, sehr cool an, wenn du so durch die Stadt rollst irgendwie. Wobei das auf jeden Fall kein Motorrad ist für die Stadt. Da hört sie sich wirklich sehr geil an, weil es so ein tiefes Grollen ist und sich einfach... Motorradfahrerin. Ich finde, wenn man die aber hochdrehen lässt, dann hört sich so eine BMW zum Beispiel deutlich geiler an. Also was auf jeden Fall geil ist irgendwie, es rasselt unten und ich glaube, das ist die offene Kupplung. Finde ich aber geil. Das gibt mir nochmal so einen Racing-Bike-Charakter irgendwie. Okay, also ich gebe nochmal ein bisschen Gas. Ja, es ist komplett geisteskrank. Wenn du mit dem Motorrad Gas gibst, dann marschiert die nach vorne. Das ist wirklich beängstigend. Also ich gebe nur ein bisschen Gas. Es macht mir jetzt schon wirklich Angst, Gott verdammt. Soll ich mal ein Wheelie probieren? Das wäre ein bisschen drüber, oder? Oh Gott, ich hab's wirklich probiert, ich Vollidiot. Was mache ich hier? 60.000 Euro werde ich nicht wheelen, auf gar keinen Fall. Okay, ich muss mir jetzt eine Frage selbst beantworten. Ist es unverantwortungsvoll, mit diesem Motorrad jetzt auf die Autobahn gleich zu fahren? Eigentlich schon, aber eigentlich bin ich ja auch ein Motorradtester. Aber bevor wir jetzt dahin fahren, erste Fahreindrücke von diesem Bike, Sitzposition ultra hart. Also du merkst, das Bike will auf die Rennstrecke, Digga. Und da bin ich eigentlich komplett der falsche Ansprechpartner. Mit dem Motorrad fährst du auch nicht mal chillig irgendwie nachts noch zur Tankstelle und holst die Zigaretten. Es ist auch todesunbequem. Ich heul da wirklich selten rum, wenn es um die Härte vom Sitz geht, weil ich auch echt einen süßen Arsch habe und der eigentlich auf jedem Sitz gut reinpasst. Aber hier muss ich sagen, tut mir mein Arsch jetzt schon weh. Ich fahre, glaube ich, seit 10 Minuten oder so. Erste Kurve. Ja, es fährt sich ganz anders als meine Doppel-R. Irgendwie steifer, würde ich sagen. Mein Bike sagt, wenn ich in eine Kurve reinfahre, oh, hey, da ist eine Kurve. Lass uns doch mal hier reinlehnen und schön enjoyen in der Kurve. Und die sagt, hey, das ist eine Kurve. Wenn du jetzt nicht auf Start gehst, bringe ich dich um. Und jetzt würde ich sagen, lass uns eine unbegrenzte Autobahn finden. Digga, der hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich erkannt hat oder ob er einfach nur das Bike cool findet. Findest du mich cool oder das Bike? Beide. Okay, beide. Hallo, grüß dich. Ja. Das sind Fahrradhandschuhe, oder? Ja. Alter, so habe ich auch angefangen. Was sagst du zum Bike? Ja, absolut krank. Weißt du, wie teuer die ist? 35 bis 50. 60.000 Euro, mein Junge. Ernsthaft? Ja, das ist eine Ducati V4 SP2. Ist deins, oder? Nein, nein. Ich fahre die nur für ein Video. Ist cool für dich, wenn du ein Video bist? Ja, geil. Jetzt ist eine komische, unangenehme Stille. Lass sie uns genießen. Okay, geil. Hat mich sehr gefreut. Fahr vorsichtig, ja? Okay, Freunde, da sind wir. Autobahn ist sogar unbegrenzt. Scheiße. Ich habe so gehofft, dass die 80 ist, Digga. Wir beschleunigen mal ein bisschen hoch. Fehlen uns. Alter, mein Scheißvisier, das erschreckt mich jedes Mal. Das muss ich fixen, unbedingt. Es ist eine unbegrenzte Autobahn. Das ist kein Rennen gegen mich selbst oder so ein Scheiß. Ich bin bei 100 km/h im zweiten Gang und gebe ein bisschen Gas, ja? What the fuck?
Ich war einfach noch verhungert. Also es war jetzt auch gerade Vollgas. Ich weiß nicht, warum ich gleich so übertreiben muss. Okay, dritter Gang, 120. 190. Alter, 250. 250. Oh mein Gott, das ist wie so ein Rausch, wenn du da drin bist und Gas gibst, alles wird kleiner und kleiner und kleiner und dein Körper, dein Gehirn versteht nicht, was gerade passiert. Ich würde auch ziemlich sicher sagen, dass die noch mal ein Stückchen schneller ist als die Doppel-R. Mein Puls ist gerade schon wieder auch bei 300. Völlig dumm eigentlich für die Straße. Junge, und ist doch egal, in welchem Gang ich Gas gebe. Ich bin im fünften Gang. Digga, die reißt auf. 190. Über 200. 32. 70. Ist das krank, Junge, mir reißt den Helm fast vom Kopf runter. Also Leistung bei diesem Motorrad fehlt auf jeden Fall nicht, okay? Also wenn ihr 60.000 Euro ausgibt, ihr kommt auf jeden Fall auf eure Kosten, wenn es ums Adrenalin geht. Es ist auch fahrlässig, dass du sowas legal kaufen darfst und mit einem offenen Motorradführerschein fahren darfst. Das ist wirklich fahrlässig, Digga. Okay, Freunde, was geht? Ich bin hier kurz stehen geblieben. Ich muss dieses Adrenalinerlebnis ganz kurz ein bisschen verarbeiten und runterkommen. Was mir gerade aufgefallen ist an dem Bike, sind das hier Slicks, Digga? So sehen doch keine normalen Reifen aus. Super Corsa SP. Könnt ihr damit was anfangen? Ich habe absolut keine Ahnung von sowas. So, da sind wir wieder in der Halle, mein Süßer. Nur von der Optik, okay? Was findest du schöner? Pani. Echt? Ich finde die ist so schmal, die BMW. Ich finde die BMW schöner. Vielleicht liegt es auch an der Farbe, weil ich die Farbe sehr geil finde, dieses blau-lila. Ich finde die ist aggressiver. Echt jetzt? Die ist vielleicht schöner. Das ist eher eine Frau, die wunderschön ist, die einen dicken Arsch hat so. Und das ist eher so der Bad Boy, weißt du, ich meine? Ja, aber was sagst du von vorne, wenn du von vorne guckst? Ich finde die Front von der BMW safe schöner. Und Heck würde ich safe der Ducati geben. Ja, ja. Das Heck ist safe schöner, ja. Mein Lieber, ich möchte dir danken. Vielen, vielen Dank, dass ich dieses Motorrad fahren durfte. Es war sehr krank. Ich habe es überlebt. Checkt gerne euren Kanal aus, wie ihr sehen könnt. Auch ganz lustige Sachen mit. Das ist so krank, Digga. Okay, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Warum ist das immer so unangenehm, wenn man eine Verabschiedung macht von einem Video? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Heide Ackermann und Peace. Das kann nicht sein, Digga. Das ist so ein...